Wellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Wellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wellner live. Ja, willkommen zurück bei Wellner live. Und jetzt haben wir die zwei Dancing Stars bei uns, Liz Görgel und ihr Tanzpartner Thomas Kramel. Hallo. Vielen Dank, dass ihr da seid. Zwei Shows sind geschlagen. Liz, nach den ersten zwei Shows, wie läuft's? Wie zufrieden bist du? Ich bin sehr zufrieden und es macht einen Riesenspaß. Es ist ein ganz außerordentliches Erlebnis. Und ich darf endlich einmal tanzen lernen. Ja, wie macht sich die Liz? Bist du zufrieden mit ihr? Ja Gott, ich bin sehr zufrieden. Alles andere wäre jetzt, glaube ich, gemein, wenn ich das sagen würde. Wir liegen im Moment vorne, ist uns eh gar nicht so recht. Wir wären glücklicher, wenn wir noch ein bisschen so in die Underdogs wären, aber es läuft dabei sehr, sehr gut. Ja. Ihr seid jetzt, muss man sagen, eigentlich die absoluten Favoriten. Im OE24-Voting führt ihr überlegen, ja, bei der Frage, wer soll gewinnen. Bei den Punkten, bei den Jurypunkten, letztes Mal mit Abstand Nummer 1, wenn man die ersten zwei Sendungen zusammenzählt, auch vorne. Du hast schon gesagt, die Favoritenrolle ist dir nicht ganz so recht. Du bist es gewohnt, sage ich einmal, aus dem Skisport Favoritin zu sein. Wie gehst du damit um? Es ändert für mich jetzt nichts, weil es ist jede Woche neu, es ist jede Woche eine neue Choreografie, die sich der Thomas einfallen lässt, neue Dinge zu lernen. Und mein Anspruch an mich selber ist, dass ich das so gut wie möglich erfasse, was er meint, und das halt dann umsetze. Mhm. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen mit dem. Ja. Wie hart ist denn das Training? Weil du bist natürlich aus dem Sport hartes Training gewohnt, aber so ein Tanztraining ist ja doch was anderes. Kann man das vergleichen mit dem Training fürs Skifahren? Ist das ganz was anderes? Es ist natürlich jetzt nicht so kraftbetont, ja. Aber hochkoordinativ, also für den Kopf sehr anstrengend. Ja, und generell habe ich jeden Tag woanders einen Muskelkater. Also Muskeln, die ich davor noch nicht gewusst habe, dass ich es überhaupt habe, spüre ich jetzt. Und es ist halt so schon eine allgemeine Gesamtbelastung. Vor allem, weil wir ja relativ viele Stunden jeden Tag trainieren, und ich glaube, in weiterer Folge kommen ja dann noch mehr Tänze vielleicht dazu. Aber ich darf gar nicht viel darüber nachdenken, sondern einfach jeden Tag schauen, Schritt für Schritt, dass man halt so seine Schritte macht. Und dann schauen wir. Ja. Wie ist das Feedback so auf die Sendung? Wirst du viel angesprochen auf der Straße? Kommen Leute auf dich zu? Ich bewege mich momentan nicht so viel auf der Straße, weil ich keine Zeit habe. Wie gesagt, ich fahre in der Früh ins Trainingsstudio und dann trainieren wir und dann fahre ich wieder heim. Und dazwischen kurz zu euch, genau. Aber es haben mich natürlich einige per WhatsApp kontaktiert und mir geschrieben, oder auf Facebook oder generell auf den sozialen Medien. Die sind alle recht begeistert und ich habe sehr viel gutes Feedback, vor allem von der letzten Sendung, gekriegt. Mhm. Also offenbar so diese Weichheit, die ich da umsetzen habe können im Walzer, was ja schon ein bisschen eine Challenge war für mich, aber da hat er mich gut instruiert. Okay. Wie viele Stunden trainiert sie am Tag derzeit? Variiert ein bisschen, hängt davon ab. Wir haben einige Gruppentänze jetzt noch mit, aber heute sind es bei mir zum Beispiel 6. Gestern waren es auch 6 Stunden. Wir beide haben heute 3. Herrgott, was sich zeitlich ausgeht, was der Körper mitmacht, was der Kopf mitmacht. Ja. Und wie viel Tage? 4 Tage die Woche? Jeden Tag. Ja. Samstag, Sonntag. Auch am Wochenende trainiert sie derzeit. Ja, nein, gibt's überhaupt keinen Feiertag. Es ist eine Illusion derzeit zu glauben, dass das, was am Freitag passiert, dass das in 3-4 Tagen machbar wäre. Okay, das heißt quasi am Samstag nach der Sendung geht es dann immer gleich wieder weiter? Nach der Sendung geht es sofort weiter. Wir kriegen dann Musik und Tanz, in diesem Fall dann schon für die nächste Woche. Heißt sofort für mich choreografische Überlegungen. Researchen. Es muss alles dann sehr, sehr schnell gehen. Ja. Samstag ist meistens ein bisschen zart. Ja. Da fangen wir erst mittags dann. Also ich muss erst mittags kommen, da hat der Thomas die Choreo schon eigentlich benannt. Ja. Da ist meine Aufnahmefähigkeit auch noch nicht ganz so Samstag, ja, nach der ganzen Woche. Aber wie gesagt, so mit Tag für Tag wird es dann eigentlich ansehnlich. Wie ist denn das Verhältnis so mit den anderen Dancing Stars? Tauscht ihr euch auch aus ein bisschen unter der Woche? Sind da vielleicht schon so was wie, sag ich mal, Freundschaften oder Bekanntschaften entstanden, oder bleibt da keine Zeit dafür? Nein, wir sind im Aufenthaltsraum oft benannt, sind auch schon gemeinsam alle beim Heurigen gewesen. Das gehört auch dazu und ist ganz schön. Also es ist ja sehr fast schon familiäres Miteinander, und es ist auch komisch, wenn dann, so wie jetzt letzte Sendung,
die Erste oder der Erste ausscheiden muss, dann ist es irgendwie schräg. Ja. Wie seht ihr die Jury? Du bist es ja gewohnt, sage ich einmal, vor der Jury zu stehen. Die waren letzte Woche nicht zu euch, aber zu einigen anderen, Stefan Petzner zum Beispiel und auch zum Soso, ziemlich hart in den Aussagen. Wie kommt ihr mit ihr zurecht? Also wir kommen dabei sehr gut damit zurecht, aber wir haben auch noch keinen Anlass. Ja. Es wird sicher noch das ein oder andere, die ein oder andere härte Kritik auch bei uns vorbeikommen, davon bin ich überzeugt. Ansonsten finde ich, war die Kritik zum Großen und Ganzen bisher gerechtfertigt. Ist halt so. Ja. Und ich meine, jeder gibt sein Bestes und bemüht sich. Und bei manchen kommt halt mehr raus und bei manchen weniger. Das darf man sich dann jetzt auch nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Und wenn dann einmal ein bisschen polarisierendes Wort fällt von der Jury, darf man nicht vergessen, dass wir trotzdem bei allem Ehrgeiz in einer Unterhaltungssendung sind und wir müssen ein bisschen unterhalten. Und wenn die Zuseher darüber sprechen, dann hat die Jury schon was Gutes gemacht. Ja, und man muss auch dazu sagen, es ist ja... Der eine hat mehr oder weniger Talent, aber sich überhaupt da hinzustellen und das zu machen und sich wirklich wochenlang mit der Materie auseinanderzusetzen, ist eigentlich schon sehr mutig, finde ich. Und wie gesagt, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis alle zusammen. Ja. Und das ist, man leidet tatsächlich ein bisschen. Ja. Ja, also jetzt mit Stefan zum Beispiel, weil wir wissen, wie sehr er sich bemüht im Hintergrund. Ich finde jetzt auch die Eins ein bisschen... Das finde ich nicht unbedingt notwendig. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren. Ich finde, eine Eins ist eine Eins gebe ich für eine vollinhaltliche Arbeitsverweigerung. Sprich, wenn einfach dem Zeug nichts gelungen ist und wenn ich das Gefühl habe, dass die Person das gar nicht machen will, ja, dann gibt es die Höchststrafe. Aber zumindest für ein Bemühen, und das war definitiv beim Stefan der Fall, finde ich, sollte man gnädig sein und dann zumindest die Zwei auf seinem Jurytisch finden. Mhm. Du bist es ja gewohnt, sozusagen anzutreten, um zu gewinnen. Ja. Wieder diese Frage. Das heißt, du willst auch diesmal gewinnen, nehme ich an, oder? Dabei sein ist alles, gibt es für dich diesen Nein, Song, oder? Das stimmt nicht. Ich bin echt happy, dass ich das überhaupt machen darf, weil das schon ein bisschen ein Traum für mich in Erfüllung geht, ein Kindheitstraum. Ich habe immer gern getanzt und dieses Privileg zu haben, von einem Vollprofi, das wirklich von der Pike auf, soweit es halt zeitlich möglich ist, zu lernen. Und da geht es jetzt wirklich, der Thomas versucht es wirklich, mir Tanzen beizubringen, nicht nur Choreografie einzustudieren und nächste Woche ist wieder ganz was anderes, sondern das hat alles irgendwie eine Logik dahinter. Und ich lerne einfach jetzt tanzen, so gut es geht. Und das ist mega cool. Und wie gesagt, am liebsten würde ich gerne alle Tänze lernen. Es hängt aber nicht nur von mir oder uns ab, sondern davon, dass auch viele Leute für uns anrufen. Team 02. und dann natürlich, wenn man dann tatsächlich ins Finale schaffen würde, wäre es dann schön, wenn man die Kür dann auch vielleicht gewinnen könnte. Ja, ich glaube, das ist dann, also zumindest aus Profisicht auch dann die Zusammenfassung, weil wir leben ja unser Leben in dieser Sendung. Wir tanzen und Choreografie und ich glaube, dass der große Ansporn des Profis ist tatsächlich, diesen Showtanz machen zu dürfen, wo man komplett frei ist mit Musikwahl, mit Kostümwahl, mit Requisiten und so weiter. Also dort wollen wir hin. Aber wie gesagt, jetzt in meinem Fall auch schon lang genug dabei, um zu wissen, dass es nur teilweise ein Wettkampf ist, sondern ein zum Teil Beliebtheitswettbewerb und dann wir es halt wirklich nicht in der Hand haben. Es muss alles zusammenpassen und man kann ja nur Schritt für Schritt seine Hausaufgaben machen. Was plant ihr für diesen Freitag? Ein Jive steht am Programm. Jive? Ja. Hupfen? Ja, sehr schnelle Beine, anstrengende Woche, akrobatische Woche. Wir probieren ein paar Sachen aus. Ich glaube, wir haben eine ziemlich lustige Matz, wie wir jetzt so ein bisschen mitbekommen haben. Also wir sehen die ja nicht, wir sehen die tatsächlich erst live auf der Sendung selber. Aber uns hat es zwar einmal gescheit aufbieren. Zwei, drei Wochen. Ja. Okay. Aber ich habe mir nicht weh dann. Nein, zum Glück nicht. Aber wir haben mittlerweile, also die Matten im Trainingssaal liegen für diese Woche präventiv. Ja. Also ich lerne mit 38 Dinge, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass ich mir das noch mal antue. Ja. Und Jive ist einer der Tänze, die du eher magst, oder hat dir der Walzer letzte Woche besser gefallen? Wie gesagt, mir taugt alles. Es ist alles total unterschiedlich, facettenreich und vielfältig und es ist ja das, was mir so taugt, weil ich bin ja beim Skifahren, wie du weißt, alle Disziplinen gefahren und
glaube, sonst wären wir auch vielleicht fad geworden. Also so gesehen, mir taugt die Abwechslung. Okay. Liz Görgel, Thomas Gabel, vielen Dank, dass ihr im Studio wart. Wie gesagt, am Freitag dann wieder vor der Kamera bei Dancing Stars, Paar 02. Also sprich, man kann ja, glaube ich, auch unter der Woche anrufen, oder? Also sprich, man kann die ganze Woche wählen. Also man könnte jetzt anrufen, den man gerne. Ja, genau. Also wenn man sozusagen will, dass ihr weiterkommt, kann jetzt auch die Nummer wählen. Wir machen eine kurze Pause, dann sind wir gleich wieder zurück mit den aktuellen Nachrichten des Tages.